Beweg dich. Ja, hallo zusammen. Ich bin mit Plötze hier schön beim Fährhaus gewesen und will jetzt ihn übersetzen, um, oder zumindest mal rüber, irgendwie rüberkommen auf die andere Seite, so dass ich dann in diesen Sumpf reiten kann oder wo auch immer die jetzt sind, aber ich glaube, das ist ja ein Sumpfgebiet, so wie das da aussah, um dann die Herren des Waldes zu finden. Weiter so, Plötze. Wenn das sein mag. Genau, Plötze. Nochmal weiter so. So. Das müsste jetzt hier irgendwie sein. Ich muss nämlich über diese Brücke rüber. Oh, kein Bock auf die Typen. So, und da muss ich rüber eigentlich. Okay. Plündererbrücke, okay. Na gut, so, also, und jetzt müsste eigentlich, kann ich eigentlich schnurstracks auf losreiten. Dachte ich. Ja, doch, stimmt. Okay, ich kann dann halt mir eigentlich ein paar Marken setzen, weil ich weiß nicht, ob ich hier schon war. Reite ich erstmal dahin. Halt! Okay. Los, lauf! Oh, okay. Nicht so schnell, Plötze. Eine Sprengfalle. Wer die vorbereitet hat, wusste, was er tut. Das Monsterfallen aufstellen ist mir neu. Hier muss jemand sein. Ah, okay. Komm. Ups, nicht gleich das Abfackeln. Oben rauf vielleicht? Okay. Ein Tagebuch. Schon ziemlich abgenutzt. Ein Tagebuch. Okay, ich geh mal rauf. Nichts mehr sehen. Andere Häuser mal angucken. Oh. Ah, scheiße. Feuerchen, ich brenne. Überall fallen. Ich muss aufpassen. Ja. Oh. Ah, ich höre was. Ich höre was. Ein Stolperdraht. Okay, ich geh mal wieder zurück. Muss ja hier irgendwo was sein, ne? Ja, mal gucken.
Nee, da muss ich rein. Hm? Okay. Hier rum? Okidoki. Ah, schon wieder so eine Falle. Ja. Hm. Alter, was ist denn los, ey? Irgendetwas stimmt nicht. Ein Stolperdraht. Falle entschärfen. Ah, gut, das hätte ich natürlich schon längst auch machen können, ne? Ist jetzt entschärft? Nee. Doch. Da ist noch so eine. Kann ich auch nochmal entschärfen. Ein Stolperdraht. Problem gelöst. Ja, Armbrust, ey. Nicht schlecht. Eine weniger, um die ich mir Sorgen machen muss. Falle entschärfen. Okay, ich denke mal, dass es das erstmal war, dass ich hier durchlaufen kann. Falle entschärfen. Eine weniger, um die ich mir Sorgen machen muss. So, und das da hinten eine wollte ich mir anschauen. Ich muss irgendwie darauf gerade lang genug sein, um die obere Ebene zu erreichen. Mal sehen, was dort oben ist. Deine Reflexe sind langsamer geworden. Hoffentlich bist du nicht verletzt. Das waren meine Fallen. Leto? Ja, dich hätte ich hier niemals erwartet. Gehörst du zu ihnen? Wer ist ihnen? Für den Kaiser? Söldner. Für sich selbst? Kopfgeldjäger. Für mich? Gewöhnliche Hurenböcke. Nun, vor mir brauchst du keine Angst zu haben. Eigentlich bin ich zufällig hier. Der Zufall bringt dich an seltsame Orte. Bis vor kurzem hat's hier noch von Ghulen gewimmelt. Wen hast du diesmal angepisst? Der Kaiser möchte mich loswerden. Ich bin schließlich ein unbequemer Zeuge. Seit ich Lok Muin verlassen habe, wollten mich viele umbringen. Jetzt weiß ich, was die ganzen fallen sollten. Bin vorsichtig geworden. Aus gutem Grund. Ah. Die sehen nicht wie verirrte Reisende aus. Das sind auch keine. Louis hat mich wohl verraten. Louis? Ein alter Freund, auf seine Art. Wir haben vor einiger Zeit zusammengearbeitet. Louis hat mir das Haus empfohlen. Sind die Leute dort unten vielleicht nur durch Zufall hier? Eher fresse ich meinen eigenen Schuh, als dass ich das glaube. Wir müssen sie loswerden. Kommst du? Geh voraus. Haben wir einen Angriffsplan? Ja, Improvisation. Okay. Schnapp ihn! Lasst ihn nicht zu Atem kommen! Oh, und mein Schwertchen ist auch kaputt. Zauber!
verdammte Idioten. Für Mörder sind die aber schäbig gerüstet. Das sind nur Späher. Wollten sehen, ob Louis die Wahrheit gesagt hat. Der Rest wartet sicher in der Nähe. Und dein alter Kumpel weiß bestimmt, wo. Er war der Einzige, der wusste, dass ich hier bin. Ich denke, ich sollte mit ihm darüber plaudern. Könnte interessant werden. Das will ich sehen. Komm mit. Wenn zwei Hexer auftauchen, ist er sicher um einiges gesprächiger. Bleib in meiner Nähe. Den Ort findet man kaum, wenn man nicht weiß, wo man suchen muss. Kann ich mal kurz ein bisschen Medizin, dieser Louis, bitte? Ich bezweifle, dass er zu deinen besten Freunden gehört. Du weißt, wie es in diesem Geschäft ist. Abends trinkt man mit jemandem und am Morgen schaut man nach, ob man beklaut wurde. Wie habt ihr euch kennengelernt? Das war noch bevor Volltest sich aus dieser Welt verabschiedet hat. Louis war ein gesuchter Mann in Edirn. Es war eine große Belohnung auf seinem Kopf ausgesetzt und es gab kaum andere Aufträge. Ich wollte ihn schnappen und was verdienen. Ihn aufzuspüren war leichter, als einen Ertrunkenen zu töten. Er vergnügte sich im goldenen Gehängten mitten in Hagel. Ich habe ihn geschnappt und gefesselt. Aber der Wachposten war bis zum Morgen geschlossen. So hatten wir ein paar Stunden, haben geredet, die Zeit vertrieben. Die Unterhaltung war so gut, dass ich ihn am Morgen laufen ließ. Und deshalb hast du ihm vertraut? Weil du dachtest, er schuldet dir was? Ich war dumm. Dummheit kostet. Aber Verrat kostet. Ich würde gerne mal mein Schwert reparieren. So, warte mal kurz. Kurz mal Schwertchen klar machen. Ja, Rüstung geht auch. Ja, ich dachte, ich hätte noch so ein Schwertreparaturset, habe ich aber gar nicht mehr. Das ist natürlich blöd. Ist nicht kaputt gehen, ne? Lauf, Plätze! Leto, hallo. Wie schön, dich gesund und munter zu sehen. Ach ja? Natürlich. Wir sind doch alte Kumpel, oder? Wer ist dein Freund? Geralt von Riva, Hexer. Noch einer? Gibt es in der Gegend etwa einen Großauftrag? Wollt ihr euch nicht setzen und was trinken? Mit Verrätern und Ratten trinke ich nicht. Ho, ho, ho! Immer mit der Ruhe. Ihr seid hier auf meinem Gebiet. Arnold Westers Männer sind beim Herrenhaus aufgetaucht. Du hast als einziger gewusst, dass ich dort war. Sie sind dir doch schon eine Weile auf den Fersen. Hast du selbst gesagt. Vielleicht haben sie Wind bekommen. Mit deiner Hilfe. Du bist noch keine 5 Minuten hier und hast mich schon 2-mal beleidigt. Abschaum wie du ist keine Beleidigung wert. Vorsicht, Männer! Das sind Hexer! Hexer greifen keine Menschen an! Für dich mache ich eine Ausnahme. Ja.
Leg ruhig oder du wirst verbluten. Sag mir, wo Vestas Männer sind. Dann gebe ich dir was, um die Blutung zu stoppen. Sie sind nördlich von hier, in Lindenthal. Ich bin ziemlich neugierig. Wie viel bekommt man heute für das Leben eines alten Kumpels? Die Dinge sind in letzter Zeit nicht gut gelaufen. Wir sind mit den Schwarzen aneinander geraten. Eines Tages ist Vesta aufgetaucht. Hat die Hälfte der Belohnung auf deinen Kopf angeboten und eine Begnadigung vom Kaiser. Das musst du verstehen. So ein Angebot kann man nicht ablehnen. Ich verstehe. Hey, meine Medizin! Du musst verstehen, Louis. Leute wie mich verrät man nicht. Wir sollten zu Vesta. Ich gehe mit dir. Bastard! Warte mal, hier gibt es total viel cooles Zeug. Aber die zählen noch nie ab. Kerzen kann man anmachen, Fackeln. Hier gibt's tollwütige Hunde. Die fressen mich lebendig. Erbarme. So, hier vielleicht noch was? Nee. Hier gibt's tollwütige Hunde. Die fressen mich lebendig. Erbarmen. So, ich mach den Feuerchen an. Und dann bin ich weg. Arnaud Vesta. Nilfgaardischer Name. Aus Metina, glaube ich. Aber er hat überall vom fernen Süden bis zu den Drachenbergen gejagt und getötet. Warum habe ich noch nie von ihm gehört? Der Typ hat verschiedene Namen. Brendan Wilfe, Apo Saxon, Manfred Kasper. Manfred Kasper? Guter Name für einen Clown. Die er umgebracht hat, haben sicher nicht gedacht. Seine bevorzugte Methode? Zähne ausreißen, einzeln. Dann den Mund von Ohr zu Ohr aufschneiden. Bleib dich dabei mir, Geralt. Ja, wenn so ich werden finden, säumige ich Schuldner in der nilfgaardischen Unterwelt bestraft. Was für eine Laufbahn. Also die von der Unterwelt an den Hof des Kaisers. Denkst du, dass sie wirklich hier sind? Ich weiß nicht. Aber wie gesagt, ich bin sehr vorsichtig geworden. Prima wäre, wenn hier jetzt ein Schmied mal kurz da wäre. Schmied? Meine Kleinen gestern zum Pilzepflücken gesehen. Schöne Pferde. Ja, da ist die ein Schmied. Sind mehr wert als das ganze Dorf. Komm jetzt. Ich will mal kurz zum Schmied. Verlässliche Waffen aller Art, Stahlschwerter und schwere Keulen für Männer, gravierte Schlagringe für die Damen. Mir wird es ausreichen, wenn du mein Schwert heil machst. Oh. Kann ich hier auch mal Zeug verchecken? Das müsste ich mal ausrüsten. So, ich brauche jetzt aber mal dringlichst zunächst einmal. Ah, oh, was habe ich für Kohle? 800. Ich kann mir so ein Superschwert kaufen. 300. Das ist natürlich total fett, jeder Schwertchen. 300. 200. Das ist echt super, das Schwert. Okay, take it. Und das Ding hier verchecken oder ausrüsten.
Erstmal möchte ich... Bis dann. Ups. Möchte ich mal ausrüsten. So, das Schwert hier will ich ausrüsten. Ne, oder? Auch nicht. So, und das kann ich austauschen. So, und beide kann ich doch dann jetzt auch verkaufen. Verlässliche Waffen aller Art, Stahlschwerter und schwere Keulen für Männer, gravierte Schlagringe für die Damen. Ja. Zeig mir deine Waffe. Zeig mal, was du hast. Weil ich werde die beiden Dinge jetzt mal kurz verchecken. Und dann brauche ich natürlich so ein wunderbares Reparaturset. Oh, 3 Stück. Was soll das kosten? 63. So, und jetzt war die Idee, ich könnte natürlich auch für... Oh, bin ich eigentlich bescheuert? Schnell raus. Zeig mir deine Waren. So, ich möchte gerne noch mal kurz. Mann, war das dumm. Also, da will nichts mehr, aber ich würde gerne noch mal reparieren, wenn es geht. Mann, ey, fast keine Kohle mehr, Idiot. Okay, total fit gemacht, alles gut. Boah, war das blöd. Na gut. Bis dann. Schwert ist auf jeden Fall der Hammer. Kurz mal speichern. Okay, Plätze und... Achso, ne, wir wollen ja... Wo ist denn mein Kumpel? Da ist er. Was ist in der Scheune? Hi! Habt ihr Besuch? Ist klar, hoi. Lauf zu deinen Eltern. Sag ihnen, dass sie alle Wertsachen nehmen und mit dir fliehen sollen. Verstanden? Gut. Gib das deiner Mutter. Lauf jetzt. Was war das? Eine Entschädigung. Bleib hier. Und misch dich nicht ein, egal was passiert. Halt dir die Ohren zu. Was war das für eine Explosion? Vielleicht ein Blitz oder sowas. Ruhe, alle miteinander. Leto von Guleta, wie schön, dich gesund und munter zu sehen. Lustig. Diese Lüge höre ich heute schon zum zweiten Mal. Das ist keine Lüge. Lebendig gibt sicher ein höheres Kopfgeld für dich. Ach ja, wie viel denn? Genug, um mir ein Haus in Kovir zu kaufen, wo ich herumliege. Nicht schlecht. Nicht jeder erfährt den Preis, der auf seinen Kopf ausgesetzt ist. Die meisten würden es vorziehen, dass keiner darauf ausgesetzt wäre. Aber was machst du hier? Mir das Leben leichter? Wir sind auf der Durchreise und wollten den berühmten Arnold Wester persönlich treffen. Ich fühle mich geehrt. Wie schade, dass wir uns nicht besser kennenlernen werden. Warum? Wo soll es denn hingehen? Nirgends. Ich werde dich gleich töten. Töten willst du mich?
Dabei kennst du mich gar nicht. Dafür muss ich dich wohl bestrafen. Aber ich töte dich nicht. Ich schneide dir nur die Hände ab. Ich hacke all eure Hände ab. Eine nach der anderen. Bis ans Ende eurer Tage werden die Stümpfe euch an den Fehler erinnern, den ihr gemacht habt. Verflucht nochmal, du Armleuchter! Ich hab keine zwei Worte mit ihm wechseln können. Er hat mich provoziert. Wir haben keinen Streit mit dir, aber eine falsche Bewegung und... Und was? Du endest wie er. Was sagst du dazu? Was sag ich dazu? Ihr seid tote Leute, ganz einfach. Kannst du gut mal eine reinhauen, aber vorher bist du kaputt. Sangevarisches Gift, da stimmt was nicht. Dir den Kopf abgeschnitten, wenn ich nicht hier gewesen wäre. Dann warst du doch noch nützlich. Du hättest mich einweihen können. Wo bliebe da der Spaß? Alles in Ordnung. Du bist bei Bewusstsein, aber das sangevarische Gift könnte dich immer noch töten. Hast du das Gegengift? Satteltasche. Ich nehme es gleich, dann bin ich in ein paar Tagen wieder der Alte. Wozu denn diese Farce? Ich bin seit Lok Muin auf der Flucht. Viele haben mich verfolgt. Bin mal in einen Hinterhalt geraten, wäre fast gestorben. Deshalb wollte ich allem ein Ende setzen, für immer. Ich habe Vestas Bande gefunden und seinen Schützen bestochen. Den Rest kennst du. Was ist mit Louis? Hat er auch zu diesem Plan gehört? Nein, eine kleine Komplikation. Aber sein Verrat hat mich ins Grübeln gebracht. Trotzdem musste ich's riskieren. Wenn du nicht alle Zeugen niedergemäht hättest, wäre ich ein freier Mann. Leto von Goleta ist tot. Es hätte sich wie ein Lauffeuer auf dem Festland verbreitet. Das hätte ich nicht getan, wenn du mich eingeweiht hättest. Ich sagte doch, misch dich nicht ein. Meine Pläne sind dahin. Ich sollte wirklich verschwinden. Du könntest den Kaer Morhen erstmal abwarten. Mit deinen Freunden von der Wolfsschule? Nein, danke. Das könnte ein böses Ende nehmen. Sag ihnen, ich hätte dich geschickt. Sie werden verstehen und dir genügend Freiraum lassen. Kaer Morhen, sagst du? Na, warum nicht? Du musst noch ein paar Dinge erledigen.
aber dann breche ich dorthin auf. Kann ich dir noch irgendwie helfen? Brauchst du was? Nein, danke. Alles in Ordnung. Dann sehen wir uns in Kaer Mor hin. Bis dann, Wolf. Okay, ich glaube, das reicht erstmal für die Session. Total abgelenkt worden. Ich wollte eigentlich die Herren des Waldes aufsuchen. Tja, hat wohl nicht geklappt. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.